Im Reigen der kleinen Feinen erfordert Spiel Nummer 6 die volle Konzentration der 3 bis 8 Spieler. Denn es handelt sich bei Kixuapi um ein sogenanntes Kim-Spiel. Hier wird also eine gute Merkfähigkeit und ein gutes Gedächtnis gebraucht. Aber keine Angst, beides lässt sich mit Kixuapi auch gut trainieren. Die 10 im Spiel enthaltenen Karten sind beidseitig mit Indianermotiven bedruckt. Die Motive sind sich ähnlich, unterscheiden sich jedoch in einigen Merkmalen. Nachdem alle Karten gemischt wurden, wird eine im Voraus vereinbarte Anzahl ausgelegt. Je mehr Karten ausgelegt werden, desto schwieriger wird es. So sind 3 oder 4 Karten die einfachste Variante. Bei 9 oder 10 muss man mit Kopfschmerzen rechnen. Alles dazwischen ist auf jeden Fall gut zu meistern. Sobald der aktive Spieler alle Karten ausgelegt hat, haben alle anderen Mitspieler Zeit, sich die Karten und ihre Merkmale einzuprägen. Ist die Zeit abgelaufen, deckt der aktive Spieler die Karten ab und stellt den Mitspielern eine Frage zu den Merkmalen der Karten. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Zum Beispiel, wie viele Federn sind auf den Karten zu sehen? Wird in der einfachsten Version gespielt, erhält der Spieler, der die richtige Antwort am schnellsten ruft, einen Chip. In der Expertenversion bekommen alle, die die richtige Antwort nennen, einen Chip. Aber auch der aktive Spieler erhält für jede richtige Antwort einen Chip. Verliert aber für jeden Spieler der Runde einen, wenn keiner die richtige Antwort nennen konnte. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter, bis die ausgemachte Rundenanzahl gespielt wurde. Ihr seht, hinter den einfachen Regeln steckt ein kleiner Hirnverzwinner, der viel Spaß an den Spieltisch bringt. Ab sofort habt ihr wieder die Möglichkeit, dieses kleine, feine Spiel in der Spieleschmiede zu unterstützen.